Moin Freunde, was geht? Ich heiße euch herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play WWE 2K Battlegrounds. Und ja, das hier ist tatsächlich die letzte Folge auf dem Hauptkanal, denn das Ganze geht, da das Interesse nicht so riesig ist, auf dem Zweitkanal weiter. Deswegen könnt ihr da gerne vorbeischauen, Max Upper LP, der ist bei dem Reiter Kanäle, wenn ihr auf meinem Kanal geht, zu finden oder in der Videobeschreibung. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Da kommen dann immer mal, wenn ich jetzt Plays mache, eigentlich die halt eben da. Ja, das dazu und ich würde sagen, wir machen mal mit der Story weiter. Oh, warte mal, das ist der Anfang hier wieder. Wir können hier ja weitergehen. Okay, okay, okay. Wir können jetzt zu einem Match gegen The Demon Finn Balor. Okay, es ist nicht The Demon, es ist der normale Finn Balor, aber gegen Finn Balor gehen. Aber wir können auch hier hochgehen zum Einzelmatch gegen Kevin Owens oder auch hier zum Tag Team Match. Ich würde sagen, wir machen das hier komplett, das Ganze. Deswegen gehen wir jetzt zum Tag Team Match gegen Baron Corbin und Dolph Ziggler und danach knüpfen wir uns KO vor, würde ich meinen. Und ja, ich spiele zumindest nicht mehr auf dem Fernseher, deswegen bin ich jetzt mit meiner gewohnten Position unterwegs. Okay, wir haben Apollo Crews als Partner, ist ja immer eher ein Manko, deswegen machen wir das, denke ich mal, einfach alleine. Ja, bla bla bla, los los. Wieso ist da eigentlich so ein Countdown? Das verstehe ich nicht. Man kann halt nicht abbrechen und naja, egal, 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 egal. Das juckt uns jetzt herzlich wenig. Ich vergesse immer, dass man hier weiter gucken muss. Aber wir haben doch ernte Musik. Wenn ich Musik ausgestellt hatte, gab sie mir letztes Mal gar nicht. Oh Mann, das ist ja so eine richtige Standardmucke. Ich meine, der Publikum-Sound oder so. Das ist schon irgendwie ein bisschen kacke. Ding, 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 ding. Ich finde die Theme-Musik von Apollo Crews gar nicht mal so ultra geil, aber irgendwie muss man da mitmachen. So, wenn ihr wisst, wie ich meine. So, Dolph Ziggler sehen wir zum ersten Mal in Battlegrounds, oder? Der Show-Off. Ja, die Motivation ist natürlich richtig da beim Publikum. Die stehen alle rum wie Zombies. Ja, okay. Aber ich finde, Ziggler ist halt dem Stil entsprechend gut getroffen. Und den nächsten Herrn, den kennen wir ja bereits. Baron Corbin. Da finde ich aber, kommt die Musik richtig cool, wie er so auftritt und dann so die Musik so richtig einsetzt. Das bockt schon auf jeden Fall. Okay, eigentlich sind wir ja schon im Comic auf dem Weg nach Florida gewesen, aber wir machen jetzt halt eben noch in New York heute die Sidequests fertig. Da werden wir in der nächsten Folge auf dem Zweitkanal auf jeden Fall in Florida ankommen. Oder in Orlando. Egal, Orlando ist Florida. Und ich muss auch kurz hier wieder einen alten Trick machen. Das ist die Musik lauter und leiser. Okay, das klappt irgendwie nicht mehr. Ist auch gut so. Okay, die Musik bleibt da. Okay, ich muss die Musik verändern, damit sich da was ändert. Die das mal so, willst du wirklich zurückgehen? Abbrechen, warte mal kurz. Änderung anwenden, mal Y. Der Knopf für alles. Okay. So, jetzt haben wir diese komische Musik im Hintergrund. Also, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob die Musik okay findet im Hintergrund oder eher nicht. Letzte Aufnahme ist auch schon wieder ein paar Tage her, deswegen muss ich die Steuerung jetzt nochmal komplett neu lernen. So. Bam, bam und bam. So. Siggi, komm mal hoch. Ach, nice. Jetzt habe ich gecheckt, wie man so Griffe machen kann mit dem rechten Stick. Lol. Ich habe nämlich gerade eben gedacht, Moment mal, den habe ich doch gar nicht ausprobiert. Wie cool, Alter. Yo. Junge. Der kann ja sowas von scheißen gehen, Alter, wie wir ihn hier gerade platt machen. Und Piledriver? Nee, okay. Alter, oh, der kickt da am Ende noch. Das sieht sehr übel brutal aus. Oh, verdammt, hat den Konter verkackt. Der kam aber auch ein bisschen aus dem nächsten Angriff. Nope. Bam. Nein, 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 ich werde Apollo Crews hier ganz bestimmt nicht einwechseln. Hat er gerade mich geschlagen? Apollo Crews, Alter. Du Imposter.
Da war schon noch was mit Special Move. Noch nicht. Aber ich kann die Feuerfäuste machen, glaube ich. Natürlich in der... Oh Mann, natürlich mache ich sie genau dann, wenn er mich dann angreift. Ich Idiot, Alter. Ich Idiot. So. Oh, verdammt. Jetzt kommt er schon wieder. Nein, 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 nein. Jetzt komm, jetzt kriegst du die Feuerfäuste zu spüren. Bam. Oh nein, in dem Moment, wo ich ihn schlage, hören sie auf. So funktioniert das nicht, mein Freund. So funktioniert das nicht. Nein. Und genau so hat das zu funktionieren. Oh. Dolph schlägt zurück. Hä? Das wurde mir eben angezeigt, ich kann so einen tollen Move machen, aber irgendwie ging das dann nicht. Warum mich nervt, dass man hier nicht, wie in den 2K-Spielen, halt so pro Aktion kontern kann, rein theoretisch. Da einfach nur sich hier rumliegt wie so eine nasse Leiche. Keine Ahnung, warum die Leiche nass ist, aber man liegt halt einfach so rum. So, jetzt kann ich einen geilen Move machen. Okay, ich habe die falschen Tasten gedrückt, daran lag's. So. Boom, Neutralizer von Cesaro war das nämlich. One, two, three. Es reicht natürlich. Dolph Ziggler hat keine Chance gerade gegen uns. Und Corbin fällt erstmal hin. Da war wohl eine John Cena-Banane. Ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo wir Florida erreichen, stelle ich meinen Schwierigkeitsgrad ein hoch. Weil so geht es ja bisher ganz einfach voran. So. Okay. Ich denke mal, jetzt gibt es erstmal kein Comic. Aber ja, das wird ja angezeigt, diesen komischen Baum von der Story. Ne, jetzt kommt es aber erst hier eine Belohnung holen. Und zwar ein neues Power-Up freigeschaltet. Der Fluch. Das klingt ja gefährlich. Okay, und dann gehen wir in unser One-on-One gegen Kevin Owens. Okay, und hier beginnt Florida, okay. Das heißt, und da, Alter, daraus sortiert er noch einen Kampf. Lol, wie weit geht das hier noch hoch? Okay, aber wir haben Zeit. So 3-4 Matches kriegen wir in dieser Folge bestimmt untergebracht. Denn ich würde eigentlich schon ganz gerne nächste Folge, weil ich jetzt 2 Folgen gerade aufnehme, in Florida anfangen. Ja, diese Musikvariation, wie laut die Musik ist, die ist schon echt hart lächerlich, aber... Ihr würdet davon überhaupt nichts mitbekommen, weil ich halt das im Schnitt dann immer so anpasse, dass der Sound für euch immer genau gleich laut ist. Für mich ist es halt ein bisschen kacke, aber ich höre trotzdem irgendwie alles, deswegen geht das schon fit. Jetzt ist die Musik halt irgendwie verschwunden. Hä, wieso ist die Musik jetzt verschwunden? Das Ding ist, wenn sie verschwunden ist, kann ich sie nicht hochpitchen. Ich würde sagen, die Entrances haben wir eh schon gesehen, die können wir uns jetzt auch sparen. So, Menü, Optionen. Aber warte mal kurz, ich muss jedes... Leute, ich muss jeden von diesen Dingern einmal berühren, damit die Musik schön laut wird, ey. Das ist ja so merkwürdig. So, komm hoch. Mein Freund. Ich frag mich, wieso man immer so leuchtet, wenn man diese Aktion macht. Oh, da hinten kommt ein Zug. Hallo Zug. A-Train, der Superheld von The Boys ist das. Alter, oh Junge. So, wäre das ein FSK 18 Spiel, dann würde er da so durch und durch boxen. Dann wird so Blut durchkommen. So, ich kann gleich eine gute Aktion machen. Die ist gleich vollgeladen. Jawohl, die Feuerfäuste sind da. Die Menge schreit, Amena. Oh nein, 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 nicht so lange warten. Bam. Oh, au. Oh. Jetzt kottert er natürlich. Ja, was, oh Junge, er haut erstmal ein RKO raus, natürlich. Oder ein Diamond Cutter, kann man natürlich auch sagen. Ist ja dasselbe, beziehungsweise läuft dasselbe hinaus. Wie ist eigentlich der normale Name von dem Move? Das wäre natürlich auch mal eine interessante Information, finde ich. Nein, Alter, ich verkacke immer diese Knopf... Diese Konter-Sachen verkacke ich hier voll. So, jawohl, jetzt habe ich es geschafft. Oh, Junge, schöner Backbreaker, sauber, so muss das. Und, oh nein, das war dumm. Wieso pinne ich ihn jetzt?
Das reicht sogar fast, Alter. Nein, was macht er jetzt? Oh mein Gott! Popper Powerbomb, fuck, Alter. Digga, steh auf. So, jetzt kassierst du erstmal noch ein paar feurige Backpfeifen. So. Wieso ist der Boden auf einmal Lava? Kann ich ihn jetzt rausschmeißen? Oh nein, jetzt pinne ich ihn schon wieder. Das wollte ich gar nicht. Es reicht sogar. Das reicht sogar. Ja, okay. Ich würde sagen, in dem Tempo werden wir hier in New York heute entspannt durchzocken. Und dann stelle ich den Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall für die nächste Folge höher. Ja, wir haben nicht mal einen Finisher gezeigt. Und ist er easy nach einem Finisher von ihm wieder aufgestanden. So, das wäre ja so null schwierig. Levelaufstieg. Boah, Leute, schon Level 8, Alter. Was zur Hölle? 8, du Scheiße, geht da schnell. Juhu, okay, let's come on. Okay, ihn haben wir. Ich würde sagen, wir nehmen erst einen Apollo Crews, der sollte ja extrem easy sein. Den hatten wir ja schon mal, der hat ja nur eine 74 oder so. Der war ja irgendwie richtig schnell besiegt. Also schneller als Owens eben. Match-Konfiguration, was kann man da machen? Battlegrounds. Ah, okay, man kann dann sogar später die... Es gibt nur 6 verschiedene Battlegrounds, Mexiko. Ja, und was anderes. Wow, nee, nur 5, weil das eine ein zufälliger Battleground ist. Alter, ich hoffe, man schaltet noch welche frei. Nee, da halte ich mich mal raus aus dem ganzen Kram. Ich würde sagen, Junge, jetzt kriegt unser Freund Apollo Crews ein bisschen auf den Sack. Schalte alle Powerups frei, bla 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 blub. Entrances überspringen wir, die kennen wir jetzt. So, Apollo, es tut mir leid, ich mag dich ja eigentlich, aber... Wir müssen jetzt mal ein bisschen asozialer hier agieren gegen dich. Einfach mal draufhauen. Oh. Okay. Haha, Junge, wie wir einfach aufgestanden sind, so. Kein Fick gegeben haben auf ihn. Sehr schön. Kann ich auch eine Bodenaktion machen? Nein? Okay. Oh lol, er kontert. Boah, was ein German Suplex, Alter. Junge, Apollo Crews ist irgendwie besser als beim letzten Mal. Und auch besser als der gute Kevin. Okay, jetzt stehen wir in ihm drin. Da stehe ich nicht so drauf. Haha. So, ich kann die Feuerfäuste fliegen lassen. Okay, Apollo Crews scheint sie nicht so zu mögen, aber egal, er kann sie trotzdem spüren. Bam. Junge, er kontert voll oft. Das Match hat, glaube ich, irgendwie hat das Potenzial spannender zu werden. Oh fuck. Aua! Kletter auf den Turnbuckle. LB. Oh, zu spät. Ich kann keinen Griff machen. Jo. Der Junge, der Move sieht echt cool aus. Weil er ihn auch so zweimal noch so richtig dick schlägt dabei. Oh, verdammt, Alter. Wieso braucht er auch immer so lange für seine Feuerfäuste? So, jetzt kassierst du, mein Lieber. Neutralizer. Junge, der ist auch cool umgesetzt. So. Das muss es jetzt gewesen sein für den Guten.
Jawohl. Da gibt's auch nicht mal einen Balken, dass er auskicken kann. Es ist einfach vorbei. So, das ist halt ein Finisher, Leute. Dann ist vorbei. Ja, Bodo Reynolds ist schon hier der krasseste Motherfucker im Game. Oh Junge, gleich schon wieder Level 9. Das geht echt richtig schnell. So, jetzt haben wir noch zwei Matches vor uns in dieser Folge. Aber das sind die Belohnungen, die wir hier einsammeln können. Power-Up freigeschaltet, Reflektor. Ja, oh Junge, so viele Power-Ups, da kann man sich auch gar nicht mehr für eins entscheiden. Und hier neuer Charakter freigeschaltet, Apollo Crews. Ah, den hatte man davor gar nicht als spielbaren Charakter. Okay, das ist gut zu wissen, dass man das hier auch machen kann darüber. Okay, und hier kriegen wir wahrscheinlich dann Baron Corbin, wenn wir jetzt hier Baron Corbin besiegen. Ich würde sagen, wir gehen das hier sauber durch, wir machen das jetzt. Wir machen das Match gegen Baron Corbin und Finn Balor für diese Folge und dann soll es auch gewesen sein. Warum braucht der Spieler 5 Sekunden? So, wann kann ich mal abbrechen? Es gibt keinen Knopf zum Abbrechen, der ihm hier angezeigt wird. Dann macht doch dieses Menü hier 5 Sekunden länger. Ich verstehe es nicht. So. Entrances werden wieder übersprungen. Ihr kennt's. So. Haha, Junge, so mit dem Erklingen der Ringglocke direkt eine Schelle gegeben. So muss es, ey. Gegen Baron Corbin sahen wir bisher immer richtig gut aus. Aber der blockt hier auch sehr viel ab. Aber nicht alles. Bei diesen kräftigen Schlägen merkt man natürlich auch, wir sind hier schon ein harter Schläger. Wir haben uns als kleines Kind auf den Straßen in New York durchgekämpft und durchgeboxt und haben überlebt hier natürlich. Und das kommt uns jetzt hier natürlich zugute, Alter. Ich spam hier einfach X und trete ihn die ganze Zeit in den Bauch, ey. Junge, der muss ganz schöne Bauchschmerzen haben. Er tut mir schon fast leid. Buh. Oh, was ein Superkick, Alter. Yo, Baron. Ich pin dich mal, ne? Hast du nichts gegen, oder? Na, immerhin bis 2. Oh, Alter, was denn kommt? Jetzt kommt die Zeit für Baron Corbin. Und wir fallen einfach so random um. Aber können kontern. So, jetzt spürst du die Macht des Feuers. Die Macht der Feuernation. Ich bin Feuerlord Sapai. Bam, bam und bam. Das Geile ist, Feuerlord Sapai klingt ja sogar so ähnlich wie Feuerlord Ozai. Sowas könnte halt so wirklich so ein Name sein da. Komm her, Baron. Kann Special Move machen. Da hinstellen. Kontert halt erstmal. Oh nein, jetzt macht er einen Special Move. Yo, okay. War das ein Bro Kick? Oh Leute, das ist ein New DQ-Match. Er holt erst einmal die Gitarre raus, Alter. Vielleicht kommt Elias und verprügelt ihn, Alter. So, das war's aber. Jetzt wirst du neutralisiert. Oh Gott, das ist eklig, wenn ich das auf Englisch, so englischsprachig ausspreche. Da dürfte es ja auch kein Ropebreak geben. Ja, okay. Egal. Ist vorbei, ist vorbei, ist vorbei. Wir haben Baron Corbin freigeschaltet. Juhu. Ja, ja, ja. Dann gib uns mal die Punkte. Level 9. Reicht das schon für Level 9? Das reicht für Level 9. Kein Thema. Easy peasy, lemon squeezy. Okay, das ist gut. So. Hey, was habe ich nachher gemacht? Ich hab gerade A gespammt, da kommen solche Schlagsounds. So ohne Grund. Okay, Baron. Dann immer her. Mit dir. Juhu, jetzt haben wir ihn. Auch wenn ich wahrscheinlich nie mit ihm spielen werde. Und jetzt geht es zu Finn Balor. Oha, es gibt sogar wieder ein Comic. Oh, das ist sogar schon in Orlando, Florida. Aber egal, wir machen das Match. Wir sind da im Performance Center. Das ist nice. Du musst Bolo sein. Finn Balor. Das ist mir eine Ehre, Mann.
Spar dir die Formalitäten. Bereit für ein großes Match? Die sagen mir nicht, gegen wen ich kämpfe. Sorry, aber er ist echt ein echtes Monster. Fast 2,40 Meter groß, hässlich wie ein Sack Kröten und widerlicher als eine Klobrille im Belly Shannon. Begrüßen wir einen WWE-Newcomer aus Brooklyn, New York, Bolo, und sein Gegner, Finn Balor. Haha, reingelegt, ja, Finn Balor. Der alte Scherzkicks hat uns ja auch mal glatt getrollt. Mann. Da sind wir ihm doch glatt auf den Leim gegangen. So, Herr Bäler. Situation. Nee, okay, ich kann hier keine Lautstärke oder so einstellen, weil ich gerade gar keinen Sound bei Entrances immer hatte. Aber okay. Ich habe da vor mir die uns ja auch nicht angeguckt. Jetzt gucken wir uns die halt eben an, um mal den von Finn Balor zu sehen. Let's go. 2, 1. Ja, Royal Rumble gibt es ja auch in diesem Spiel. Da laufen die leider nicht in den Ring rein, sondern spawnen da einfach, aber egal. Ich vergesse immer, dass man schon direkt auf weiter drauf kann. So, da sind wir. Fürchtet uns. Ich denke immer, da steht Raw auf seinem T-Shirt, weil man nur dieses A und diesen Teil vom A. Also, dass dieses R und diesen Teil vom A halt eben sieht. Na klar, das E auch, aber man liest halt von links nach rechts so. Deswegen lese ich das immer zuerst und wenn ich das sehe, denke ich halt direkt an Raw. Da ist Balor mit seinem roten Rauch. Bin ja gespannt, ob es hier auch den Demon King als. Oder einfach nur The Demon als Gimmick gibt. Dun, 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 dun. Natürlich auch ein absolut göttliches Theme. Okay, Finn. Jetzt geht's ab. Okay, wir haben jetzt erstmal die neue Arena hier. Was ist jetzt irgendwie? Ist das so, soll das so das Stotterkönig hier gerade am Start? Dach vom Performance Center sein, wenn man so die Skyline oder so die Stadt so im Hintergrund sieht. So, wo das Money in the Bank Match echt ja auch stattfand. So, jetzt gibt es ein paar harte Schläge für Finn Balor. Das könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen. Ich habe ganz vergessen, den Sound für mich lauter zu machen. Come on, come on, come on. Kletter auf den Turnbuckle, LB. Ein Wurf und ein Schlag. Ich mach mal einen Wurf. Lol, er kottert einfach. Oh, das war's mit dem Tutorial. Okay. Wow, das hat mir gerade voll viel gebracht. Ich dachte, jetzt wird er wenigstens liegen oder fürs Tutorial. Aber okay, dann eben nicht. Kontert er halt einfach. Ganz frech. Nein! Im falschen Moment. Fuck. So. Mach mal keine Faxen hier. Du kassierst jetzt ein paar Arschtritte. Wir versuchen ihn im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern. Lol. Was war das gerade für ein Konter? Oh Gott, was kommt denn jetzt, Alter? Aua, aua, aua. Piledriver des Todes. Ach Leute, das hier ist Raw. Wir sind hier bei Monday Night Raw. Weil überall Raw dran steht, das hab ich ja gar nicht mitbekommen. Oh, lol. Ich hab nicht rechtzeitig gekontert, oder? Verdammt. So, jetzt gibt's aber erstmal einen Superkick. Gibt's hier eigentlich Rope Break? Ich pin ihn einfach mal so am Seil, dann sehen wir's. Oh, ganz knapp. Ganz, ganz knapp, wie er da gerade noch so entkommt. Ich habe ganz vergessen, wie man Schläge blockieren kann. Ich dachte, das war...
So, come on. Steh auf. Um wieder hinzufallen. So, seine Rippen sind dann auch gleich mal gebrochen. Ich bin echt viel zu sehr am Spam. So. Jetzt come on. Oh lol, Aufgabe-Move. Okay, man kann doch was machen, wenn er am Boden liegt mit Adern. Okay. Nein, seine Feuerfäuste dürfen nicht durchkommen. Oh fuck. Nope. Das hast du ja so gedacht, Finn, aber nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Jetzt wirst du neutralisiert. Boah, sah das schön aus. So, jetzt muss das auch eigentlich gewesen sein. Okay, Finisher ist scheinbar immer Ende. Jawoll. Finn Balor ist besiegt. Und das vor den Augen von Millionen von Leuten. Nicht wie im New York Underground, wo es eine Handvoll Leute gesehen hat, die da so dabei waren. Nein, nein. Hier haben ein paar Millionen bei Raw eingeschaltet und haben unseren großen Triumph live im TV gesehen. Ich denke mal, jetzt könnte man uns langsam schon einen waschechten WWE Superstar nennen. Das war natürlich ganz, ganz große Klasse. Und da sagt Finn Balor, ich hasse verlieren, aber der Junge hat meinen Respekt und ich will eine Revanche. Und ich antworte mit absolut. Achso, oh, davor war noch eine Frage vom Interviewer. Finn, wie ist das, gegen einen Neuling zu verlieren? Und dann auf einmal kommt Vince McMahon von hinten. Guten Tag. Dank meiner Innovationsfreunde und Entschlossenheit präsentiere ich euch heute und... Stone Cold Steve Austin zieht den Stecker. Technische Schwierigkeiten. Mr. McMahon wollte sagen, dass er begeistert davon ist, woran Paul Heyman und ich arbeiten. Den Status Quo herauszufordern ist nicht leicht. Und dann kommt so eine Stimme. Willkommen zur Battlegrounds Era. Oh, das ist die Stimme von Stone Cold. Okay. Du hattest wahrscheinlich ja schon gedacht, dass Vince McMahon, der hat einen dummen Plan, hat mal wieder so, er will mich kurz pushen und mich dann fallen lassen, so einer auf den, und hat dann schnell den Stecker gezogen. Sehr, sehr schön. Okay. Und jetzt sind wir offiziell in Florida angekommen, Leute. Und damit endet diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet ein beim nächsten Mal auf dem Zweitkanal Mark Sapai LP in der Beschreibung und auch bei den weiteren Kanälen bei mir, wenn ihr mit der YouTube-App halt auf dem Handy da seid. Egal, ihr findet das schon. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao.